Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf meinem Kanal. Es heißt Prison Architect. Und wie der Name das schon sagt, wir bauen ein Gefängnis und müssen das auch noch verwalten. Fangen wir mal an mit Gefängnis erstellen. Da können wir als erstes uns aussuchen, was für ein Geschlecht unsere Gefangenen haben sollen. Das ist neu und deswegen, es waren sonst immer männliche Gefangene. Und deswegen nehme ich jetzt hier mal weibliche Gefangene. Dann als nächstes können wir den Direktor auswählen. Einmal der Direktor. Der hat hier unten keine Bonus-Sachen. Dann haben wir den Lobbyist. Halbiert die Wahrscheinlichkeit, Häftlinge zugewiesen zu bekommen, die aggressiv, tödlich, launisch, Mörder oder Prügler sind. Okay. Nehmen wir mal den nächsten. Rita. Halbiert die Wahrscheinlichkeit, dass Häftlinge störrisch und furchtlos sind. Häftlinge werden doppelt so schnell unterdrückt. Okay. Nehmen wir mal den nächsten. J.W. Perwinkel. Oder so. Wachhunde haben eine 50% erhöhte Chance, entdeckte Tunnel komplett freizulegen. Auch nicht schlecht. Der Friedensstifter. Der Friedensstifter hat ein besonderes Talent dafür, selbst die gewalttätigsten Individuen zu besänftigen. Allein mit ihm in einem Raum zu sein, lässt die Menschen friedlich und gefügig werden. Senkt das Gesamtklima in ihrem Gefängnis und sorgt dafür, dass ihre Häftlinge weniger häufig Probleme machen. Ja, auch nicht schlecht. Und Sapphara Aknova. Okay. Oder so ähnlich. Erhält einen kleinen Anteil am Wiederverkaufswert jeder gefundenen Schmuggelware. Mit Schmuggelware entdeckte Häftlinge müssen direkt aus ihren eigenen Ersparnissen Strafen zahlen. Das ist nicht schlecht. Ja, auch da ist der Direktor wieder der Standard gewesen. Schauen wir mal, welchen wir da nehmen. Ich glaube, wir nehmen mal den Friedensstifter. Weniger Probleme ist immer gut. Dann können wir gucken, ein neues Gefängnis erstellen. Da gibt es einen kleinen, mittel, groß. Das betrifft die Karte, die hier ist. Wir fangen mit klein an. Man kann hinterher noch Geländeteile dazu kaufen, aber klein reicht erstmal für uns aus. Dann Nebel des Krieges. Das sprich, also wenn keine Wachen oder Kameras in der Nähe sind, können wir nicht sehen, was da vor sich geht. Wie in so einem echten Gefängnis natürlich auch. Deswegen lassen wir das an. Wälder erzeugen. Sprich, da sind Bäume mit auf der Karte. Das ist auch nicht schlecht, weil Holz kann man verarbeiten und verkaufen. Seen erzeugen. Achtung im Erprobungsstadium. Machen wir vielleicht nicht. Gebäude erzeugen. Dann stehen hier schon auf dem Gelände irgendwelche Bauten, die garantiert uns das Bauen auch schwerer machen. Das wollen wir nicht. Wir wollen auf einem ganz jungfräulichen Grundstück bauen. Niederlagebedingungen. Ja, man muss ja auch scheitern dürfen. Deswegen lasse ich das an. Banden. Das heißt, dass sich manche Häftlinge Banden anschließen und dann auch Bandenkriege entstehen können. Das ist bestimmt ganz lustig. Ist auch neu. Ereignisse. Dass bestimmte Ereignisse dazu kommen. Ja, machen wir auch. Und unbegrenztes Kapital. Das ist einfach nur, wir bauen und bauen und bauen und wir haben unendlich Kapital. Das macht ja keinen Spaß. Dann wollen wir mal anfangen mit unserem ersten Gefängnis. Und wir stoppen hier gleich mal. Dann haben wir hier verschiedene Reiter. Und wir wollen am Anfang keine Gefangenen bekommen, weil wir haben ja noch gar nichts, wo wir die einsperren können. Was ist das? Aha. Kann ich nicht wirklich lesen. Das hatte ich auch noch nicht
Okay, wir haben eine Notebook-Seite. Okay. Machen wir mal weiter. Stoppen. So. Dann gibt es hier einen sehr schönen Planungsmodus. Achso, machen wir erstmal die beiden Räume hier weg und fangen das an zu planen mit Wänden. Nehmen wir mal ungefähr die Mitte der Karte. Hier so einen schönen Gang. Das wird hier unser erster Gang. Und dann fangen wir hier an, Bürogebäude zu bauen. Die müssen 4x4 groß sein, also 6x6 Außenwände. Machen wir hier mal weiter. So, 6x6. Und dann machen wir hier natürlich auch noch einen Gang hin. Und auf der anderen Seite genau dasselbe. Das ist erstmal nur Planung. Die bauen jetzt noch gar nichts. So, und hier hinten kommt dann ein Versorgungsraum hin. Ich glaube, das müsste reichen. 1, 2, 3. Okay, das reicht nicht. Ist auch viel zu groß. 1, 2, 3. So. Und hier auf der anderen Seite kommt dann noch die Wasserversorgung. Also die beiden sind hier für Strom. Und hier kommt dann die Wasserpumpe, die wir ja hier im Gefängnis natürlich brauchen. Und hier kommt. Nein. Hier kommt eine Kantine hin, wo die Gefangenen essen können. Und davor eine Küche. Dann können wir schon mal die Fundamente bauen. Man kann hier gemauerte oder Beton nehmen. Ist egal, ist einfach nur ja, der Optik wegen. Sind beide gleich stark und haben keine Vorteile. Ist einfach nur optisch. Ist das schöner, deswegen nehme ich hier gemauert, weil das einfach optisch schöner ist, meiner Meinung nach. Dann können wir hier so bauen. Dann muss ich natürlich eine Anlieferungszone hinbauen. Und auf der anderen Seite baue ich mal eine Müllablage. Und hier Zugang benötigt. Da brauchen wir mal ein Objekt. Eine große Gefängnistür. So, mit R kann man drehen. Und dann können wir schon mal loslegen. Hier kommen unsere ersten Arbeiter. Die hier dann anfangen zu arbeiten. Die Materialien kommen jetzt auch schon angeliefert. Die fangen hier schon an, die Bäume zu entfernen. Und helfen natürlich auch mit beim Abladen, damit das hier auch ein bisschen schneller geht, weil hier kommen schon die nächsten LKW. Ah, die Tür wird schon mal installiert, bevor da überhaupt Wände sind. Auch gut. Dann brauchen wir auch einen Lagerraum. Ein Lagerraum. Den baue ich erstmal draußen hin. Der kommt später noch Wände hin.
Aber ich weiß auch gar nicht, ob der Lagerraum da stehen bleiben soll. Und hier wird dann schon fleißig gebaut. Und weil Bau natürlich nicht sonderlich spannend ist, können wir das auch ein bisschen beschleunigen. Und gucken den Arbeitern mal zu, wie sie hier die Sachen aufbauen. Die Wände ziehen wir dann später rein. Aber erstmal bauen wir hier die Grundsachen. Dann kann man hier noch Zuschüsse nehmen. Einfache Haftanstalt. Bauen Sie eine Verwahrungszelle. Machen wir. Und bauen Sie zwei Büros und stellen Sie einen Direktor ein. Machen wir auch schon mal. Was müssen wir dafür bauen? Mindestens zwei Wachen, eine Kantine, Dusche und so weiter. Ja, der Lagerraum ist ja jetzt schon schlecht. Das bauen wir mal gleich schnell um. So, langsamer. Lagerraum. Der kommt erstmal hier hin. Und hier wird er abgerissen. Der Lagerraum. Dann brauchen wir natürlich Strom. Wo haben wir denn da Strom? Ach, Versorgung, natürlich. Ein Elektrowerk. Bauen wir hier hin. Und ein Pumpwerk schon mal. Bauen wir dorthin. Hier bauen wir dann so ein Kondensator, der dann noch mehr Strom erzeugt. Und da brauchen wir natürlich Stromkabel. Einmal um die Pumpe anzuschreiben und dann natürlich hier unsere ganzen Lampen, die hier jetzt noch überall ohne Strom sind. Und dann bauen wir auch gleich ein großes Rohr für Wasser. Und dann fangen wir an, hier die Räume zu machen. So, brauchen wir natürlich auch wieder Türen für. Für die Küche ganz normale Personaltür. Und hier für die Kantine, da darf ja jeder rein. Bauen wir hier vorne so eine Tür rein. Und weil wir da hinten eine große Gefängnistür haben, bauen wir hier auch eine rein. Jetzt werden die hier die Stromleitung verlegen und die Kraftwerke. Gut, dann fangen wir mal an, weiter Wände zu bauen. Hier kommt auch eine Wand rein, hier auch und hier auch. Dann das, was wir vorher einmal geplant hatten, können wir jetzt einmal schon mal mit Wänden versehen. Und natürlich brauchen die auch wieder Türen. Hier soll natürlich nur Personal rein. In die Büros. Da können wir auch ganz normale Türen reinbauen. Brauchen wir unten nochmal. Wo haben wir es denn? Materialien. Ein Stück Ziegelwand. Und eine Personaltür. Ich hoffe, das wird jetzt so gebaut.
Und dann können wir hier nämlich schon Räume einrichten. Räume, genau da. Büro. Ein Büro und zwei Büros. Und da seht ihr jetzt hier diese Ausrufezeichen. Da fehlt immer noch was. Ein Stuhl, ein Aktenschrank und ein Schreibtisch. Die kriegen wir hier. Wenn wir sie denn... Machen wir mal größer. Wo sind sie denn? Mayo, 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 Mayo. Ein Aktenschrank. Kann hier in die Ecke. Okay, hier gibt es auch einen Stuhl. Und natürlich ein Schreibtisch. Ein Schreibtisch, ein Schreibtisch, ein Schreibtisch. Wo haben wir denn den Schreibtisch? Büroschreibtisch. Der kommt dann hier hin. Nein, da nicht. Dahin. Dann kommen die Stühle auf anders hin. Die kommen dann nämlich hier hin. Dann haben wir ja gesagt, wir brauchen eine Küche. Räume, Küche. Küche, wo die dann kochen können. Da muss natürlich ein Herd rein, ein Kühlschrank und eine Spüle mindestens. Bauen wir mal eine Spüle. Mal ein Herd. Und ein Kühlschrank, wo dann die Sachen gelagert werden können. Und was hatten wir noch, was wir brauchen? Ein Direktor rein. Da kommt der Direktor. Kriegt dann gleich hier dieses Büro. Und für den Direktor kann man hier noch so einen Skillbaum, so einen Erforschungsbaum. Und wir sollen Finanzen erforschen. Das machen wir mal. So, jetzt braucht natürlich der Herd, der Kühlschrank noch Strom und die Spüle braucht Wasser. Das haben wir ja schon mal ein bisschen hier hingelegt. Und dann legen wir hier weiter Stromleitung und ein kleines Rohr reicht hier, um das anzuschließen. Bei den großen Rohren kann man unendlich weit legen, mit den kleinen Rohren kommt man nicht ganz so weit. Aber die sind natürlich wesentlich günstiger, das kleine Rohr. Aber da kommt man halt nicht durchs ganze Gefängnis mit durch. Dann brauchen wir von der Küche zur Kantine auch wieder eine Tür. Und das wird eine normale Tür, wo jeder durchgehen kann. Die bauen wir mal hier hin. So, dann brauchen wir den nächsten Raum. Irgendwo müssen die ja essen können, die Gefangenen. Wir das hier zur Kantine. Die brauchen einen Serviertisch. Einen Tisch und eine Bank. Also Serviertisch. Der kommt hier. Na komm, so. Dann könnt ihr hier direkt aus der Küche hier an den Serviertisch ran. Und wir brauchen da noch eine Bank.
Machen wir gleich zwei Bänke und einen Tisch in der Mitte. Da können wir dann gleich weiterbauen. Und ein Tisch in die Mitte. Da haben wir schon mal so ein paar Tische und ein paar Bänke, wo die Gefangenen, die wir noch nicht haben, dann essen können. Er ist noch am Erforschen. So, dann, was braucht man noch für eine einfache Haftanstalt? Eine Verwahrungszelle. Okay, dann brauchen wir eine Verwahrungszelle. Ja, wie ihr seht, ist nicht alles auf Deutsch übersetzt. So. Eine Verwahrungszelle, eine. Zwei Küche. Eine Verwahrungszelle. Rekruten. Ist auch schön übersetzt mit Gefangenen heißt das natürlich. Okay. Eine Verwahrungszelle, die hier hin muss. Dann bauen wir hier mal. Warum kann ich hier jetzt keine Ziegelwand reinsetzen? Ach. Wir müssen ein Fundament reinsetzen. Natürlich. Nein. Was habe ich jetzt gemacht? Okay. Sollte doch. Ah, Mann, 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 Mann. Ach, jetzt bauen sie es doch. Das ist doch. Egal. Eine Verwahrungshelle braucht natürlich. Objekte. Eine Gefängnistür. Okay. Ja, das ist immer noch das hier. Die Wände einfach abgerissen werden. Gut. Was haben wir denn noch? Räume, genau, Verwahrungszelle wollten wir hier ja reinbauen. Die brauchen eine Toilette und eine Bank. Ja, das kriegen wir wohl hin. Eine Toilette und eine hatten wir doch eben schon mal. Aber kleiner hier Bank, wo die sich hinsetzen können. Oh, die passt ja da genau rein. Versorgung. Ah. Muss ein weitergebaut werden. Dann können wir hier nämlich auch schon mal. Wo haben wir denn die Toilette jetzt hingebaut?
Da auf die Ecke, genau. Versorgung, ein kleines Rohr. Weil die brauchen natürlich auch Wasser. So, das war's dann erstmal für die erste Runde. Und wir machen dann gleich weiter.